So Leute, da sind wir wieder bei Secret of Mana und im letzten Part sind wir einfach nur gestorben, beziehungsweise ich, weil ich es einfach nicht kann und ja. Und weil ich auf den ganzen Quatsch jetzt erstmal keinen Bock mehr habe, würde ich sagen, gehen wir erstmal zurück nach Pandoria und gucken, ob wir da nicht noch irgendwas übersehen haben. Weil ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie so, irgendwas hätte ich noch tun sollen, glaube ich. Ist doch gar nicht erledigt. Was erzählst du denn? Na. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zurück und gucken, ob hier nicht noch irgendwas zu tun ist. Bevor wir hier wieder abkratzen. Und warum habe ich ihn nicht angegriffen? Ja, das kommt, weil man den ganzen Tag irgendwie was anderes zockt, weil ich habe heute irgendwie den ganzen Tag ein anderes Spiel gezogen. Jetzt habe ich gerade die Steuerung nicht mehr drauf. Boah, Steuerung, fick dich. Wie geht das? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ja. Oh nein! Steh auf. Und furz mich nicht an. Oh Gott. Steh auf. Gut, also wie gesagt, wir gehen jetzt wieder nach Pandoria. Wenn ich es denn nochmal wiederfinden tue. Gut, was haben wir denn für ein schönes Schild? Elfenteich. Ach ja, wir wollten zum Elfenteich. Genau. Pandoria war hier unten. So, ja. Cool. Also, deshalb müssen wir wieder doch hier lang, wo ich gerade hergekommen bin. Und ich bin so orientierungslos. Das geht so mal ja gar nicht. Ich werde mir jetzt den Weg einfach frei. Ich werde sie einfach schlagen, dann legen sie da rum und dann kann ich weitergehen. Wäre eigentlich gute Chance, um ein bisschen alles so aufzuleveln, aber wenn ich immer in diese dummen Blumen reinlaufe, bin ich sowieso halbtot. Nach 3 Jahren. Nach 3 Sekunden. Was laber ich hier eigentlich? Ah! Lalala. Stirb doch einfach mal. Ich hasse dich. Hör auf damit. Das mag keiner. Das wollen wir alle nicht. Stirb endlich. Ich hasse dich. Ich lege mich jetzt nicht mit ihnen an. Habe ich gerade voll keinen Bock dran. Ich will einfach nur weg, wieder nach Pandoria und nicht mehr sterben müssen. Boah, ich hasse Wespen. Ich hasse sie. Und ich hasse diese Blumen. Und oh mein Gott. Geh weg. Ich hasse dich. Ich möchte sie in Klo runterspülen. Und jetzt bin ich da volle Kanne reingelaufen. Nein, 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 nein. Ich will jetzt nicht sterben. Ich habe jetzt keinen Bock zu sterben. Das wäre peinlich. Oh, komm mal her, du. Und stirb. Oder überlebt einfach. Verfolgt mich, während ich ganz gechillt zurückgehe. Ihr könnt euch doch mal alle am Arsch geleckt fühlen, ey. Ja, nein, was ich machen wollte, gucken, ob hier noch, nein, nicht mit der reden, mit der Chosen Pyjama. Ich wollte hier noch irgendwie gucken, ob hier jetzt noch irgendwas war. Ich das Gefühl habe, ich habe irgendwas vergessen. Und da ist wieder unser, geh mir aus dem Weg, geh mir aus dem Weg, geh mir aus dem Weg. Warum? Das war komisch. Das ist Burg Pandoria. Okay. Waren wir da schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich leide unter Altersdemenz. Ganz grauenhaft, aber ich glaube. Nein, hier waren wir noch nicht. Oh mein Gott, bin ich geil. Hi. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Das ist Pandoria. Ja, danke, wusste ich. Und nun sind wir hier mit... Vor 15 Jahren hat das Imperium schon einmal angegriffen. Das ist schön und das interessiert mich nicht. Und ich werde jetzt nicht mit all diesen Leuten reden. Weil sie mir fuck egal sind. Ja. Yeah. Baby. Mein Freund, der Baum, er ist tot, der starb im Morgenrot. Schön. Das wollte ich wissen. Hi, Schnecke. Ich würde doch so gerne einmal den Mana-Baum noch sehen. Soft. Ja, Mana-Baum, Mana-Baum. Irgendwas hatte ich doch schon mal vom Mana-Baum gehört, aber ich weiß gerade nicht was. Die Hexe im Norden muss gewaltige Zauberkräfte haben. Das ist schön. Das ist super und wow, Tische, wie sinnvoll. Oh mein Gott, diese ganzen Menschen. Ja, gehen wir einfach mal hoch und gucken, was uns irgendwo, wie, was, wo erwartet. Und das ist diese Tosse schon wieder. Niemand außer mir kann über mein Leben bestimmen, Vater.
Hey, Zwergenfutter, sag bloß, du bist ein tapferer Ritter. Natürlich, ich bin ein Ritter, sieht man doch. Du meinst wegen diesem Schwert? Weswegen denn sonst? Hör zu, ich hab dir geholfen, jetzt musst du mir helfen. Wir müssen zu Tura, die Hexe in meinem... Was? Wir müssen zu Tura, der Hexe meinen verlobten Hagen befreien. Okay. Aber ich muss doch in den Lava-Tempel. Das kann warten. Auf, ich heiße Aki. Und ich? Min, gib diesem Mädchen einen Namen. Wie nennen wir unsere kleine, komische Freundin? Ich nenne sie jetzt einfach mal... Ich weiß gerade nicht, wie ich sie nennen soll jetzt. Ich habe aber auch nicht eine 3 Stunden lang zugelabert, nur weil mir kein scheiß Name einfällt. Ich habe keine Ahnung. Das hätte ich mir vielleicht mal vorher überlegen sollen. Wir nennen sie jetzt einfach Rin. Passt schon. Egal. Sie heißt jetzt Rin und ist dann voll cool und ja. Gut, sie heißt jetzt Rin. Okay, sie heißt Quinn. Ich wollte eigentlich sie... Ich bin doof. Egal. Okay, dann heißt sie jetzt Quinn, wo sie eigentlich Rin heißen sollte. Das sah für mich aus wie ein R, aber gut. Ich bin... Naja. Okay, ich heiße Quinn. Gut. Heißt sie Quinn? Sie soll nicht Quinn heißen. Quinn ist ein Scheißname. Oh Gott. Ja, okay. Jetzt haben wir einen... Klaue. Ja, schön. Das freut mich doch. Hier nehmen wir den Speer. Speere sind viel cooler. Habt ihr jetzt den Speer? Nein, jetzt habe ich wahrscheinlich den Speer. Bin ich mir ziemlich sicher. So war ich... Nein, sie hat den Speer. Das ist gut, weil ich meine... Hallo? Nee. Sie hat jetzt die Lanze. Speer, Lanze. Für mich ist es eine Lanze. Ja. Oh nein, jetzt habe ich die Lanze. Was zum Geier? Jetzt habe ich die Lanze. Nein, gib mir mein Mana-Schwert wieder. Tosche. So, jetzt habe ich mein Mana-Schwert wieder. Und da war hier doch noch irgendwas mit hier Fensterfarben, Tastenbelegung, Verhalten, Waffen. Verhalten, das wollte ich. Weil... keine Ahnung, hier, offensichtlich, ja, passt schon. Keine Ahnung, was ich da gerade eingestellt habe, aber das wird sich schon irgendwann zeigen, was das ist. Aber ich schaue uns jetzt hier erstmal noch um, was hier denn alles so tolles ist. Hier ist nichts. Das ist geil, das mag ich. Und jetzt haben wir diese komische Quinn im Schlepptau, die irgendwie aussieht wie eine... Ich weiß nicht genau warum, aber sie erinnert mich irgendwie an eine... Hier, Genie. Aki, ist dir aufge... Aki, ist dir aufgefallen, dass die Leute hier sehr seltsam sind? Die Hexe Tura entzieht den Menschen die Lebensenergie. Sie treiben sich seit Tagen bei den Ruinen um und reden kein Wort. Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Geh zum Elfenteich. Hatte ich doch vorhin schon vor. Doch. Kea. Wer seid ihr? Hi. Du bist aus deinem Dorf vertrieben worden? Tja, zum Gelaufen. Nett. Du sollst hier auch verschwinden. Es wäre das Beste für uns alle. Dankeschön. Komische Frau. Oh yeah, mein Volk ist verzaubert worden. Warum passiert es mir? Weil du voll doof bist. Die Truppe, die ich zu Tura geschickt habe, wurden gefangen genommen. Es waren die mit Obersthagen. Es war also deine Idee, Hagen zur Hexe Tura zu schicken? Wolltest du Hagen und mich auseinanderbringen? Hagen, ey, was für ein Name. Oh. Natürlich nicht. Wir sprechen uns noch bis später. Mein Gott. Drama, Baby, Drama. Shalom. Ja, yeah, mein Bruder geht schon wieder Pizza fressen. Das ist echt... Oh, ich renne, mein Gott. Ich renne gegen eine Wand. Geil. Ich renne. Oder auch nicht. Weiß nicht. Ist das Rennen? Ich habe keine Ahnung. Na, egal.
Geh mir aus dem Weg. Ich will da runter. Ja, diese Scheißwachen, die ja nur im Weg stehen, ey. Ist das schlimm? Gut, naja, wenigstens haben wir jetzt eine treue Kumpanin namens Quinn. Was ein Scheißname. Nur mal so. Und ja, dann gehen wir jetzt wieder zum Elfenteich, den ich letztes Mal schon nicht gefunden habe. Aber jetzt scheinen wir etwas Wichtiges gefunden zu haben, nämlich unsere Tusse hier. Ich glaube, die ist auch ziemlich wichtig. Die wird uns bestimmt ganz viel nützen. Die hat uns immerhin aus einem Kochtopf gerettet. Das ist schon mal sehr toll, ne? Ja. Oh Gottes Willen. Jetzt ist sie ein Höhlenmensch. Komm hier, zeig mal, was du kannst. Ja. Das ist sehr hilfreich, wenn du da einfach stehen bleibst, wollte ich jetzt nur mal so gesagt haben. Und ich fühle mich schon wieder viel cooler als sie. War mich froh, dass ich gerade keine Tusse bin. So froh. Geh tot, Pilz, du nervst mich. Ah, sie kann doch noch was. Aber bist du eigentlich nur doof, Tusse? Was kannst du eigentlich? Was kannst du eigentlich? Greif sie doch an. Bist du eigentlich doof? Mein Gott, mach doch was. Jetzt war hier schon wieder alles alleine, ey. Ja, sie hat sehr viel gebracht. Ich merke es. Warte, stirb doch, du scheiß Dinge, ey. Geh tot. Nein, ich bin vergiftet. Scheiß, die Wandorn. Ich will nicht vergiftet sein. Aber wir haben ja noch ein paar Heilkräuter. Jetzt bin ich nicht mehr vergiftet. Das ist sehr schön. Und jetzt ist das Ding auch tot. Und ich glaube, wir müssen für sie, für da Tusse noch ein anderes Verhalten entstellen. Ich weiß gerade noch nicht ganz, wie das funktioniert. Ah, da. Stellen wir sie dahin, dann ist sie vielleicht etwas besser. Und macht nicht immer so einen Scheiß. Und ich bin schon wieder voll in das Ding gelaufen. Wenn sie nachher besser kämpft als ich, das ist das dann ein bisschen bitter. Aber wenigstens hilft sie mir. Aber ich wette, sie ist die Erste, die wieder abkackt. Und ich bin schon wieder vergiftet. Warum laufe ich immer in dieser Blumen, ey? Und jetzt haben wir auch kein Heilkräut mehr. Heilkräut mehr. Das ist gar nicht geil. Wenigstens tut sie den Dingern weh. Ich glaube, hier setze ich jetzt erstmal einen kurzen Cut. So, und da bin ich wieder back. Wir sind jetzt dann lang gelaufen, haben ganz viele Monster getötet. Und das wollte ich euch jetzt nicht zeigen, weil das motherfucking boring ist. Und Quinn ist jetzt Level 3 und ihre Lanze ist Level 1 und ich bin Level 4 und das ist voll geil und yeah. Und wir speichern das Spiel und damit würde ich sagen, hören wir auch schon mal wieder auf, weil sonst laufe ich da jetzt gleich wieder lang und sterbe und dann stehen wir da und denken uns, geil, cool, sehen wir sie nur wieder beim Sterben zu, das bringt's nicht. Das bringt's nicht! Ja, yeah. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Und das hört vielleicht sowieso nochmal. Egal, scheiß es drauf. Sayonara. So, das war's dann erstmal. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Woche.